Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir wollen hier gemeinsam unseren Klassiker spielen, Fallout 3. Waren gerade im Minenfeld, haben für Moira ein paar Minen besorgt, sind jetzt ein bisschen kaputt. Wollen mal zusehen, dass wir wieder nach Megaton zurückkommen, uns ein bisschen zusammenflicken lassen. Und mal gucken, was Moira noch so von uns möchte. Ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Video und dann, auf nach Mindfield. Paar tote Red-Kakerlaken. Noch eine tote Red-Kakerlake. Ganz viele Red-Kakerlaken. Die Hütte lohnt sich. Ich habe schon drei Skillbücher oder so rausgeholt. Das, da lag gerade noch ein Grognak. Was gibt's hier so? Diazepam und Purified Water. Ja. Leather Belt, da können wir wieder Medical Zeug draus bauen. Kann ich wohl die 10 mm Pistolen wohl miteinander verbasteln? Gehen die? Es geht. Tatsache. So, weg damit. Kleidung, Hilfe, sonstiges. Wir haben bestimmt noch irgendwelchen Schrott, den ich nicht brauche. Cherry Bomb kann man auch nicht essen. Schmeißen wir weg. Drinking Glass, weg damit. Empty Bottle, weg damit. 300, 300. Wir müssen unter 380 kommen. Abraxo, weg. Ich möchte ungern einen Konduktor wegschmeißen. Das ist so teuer. Ja, komm, tun wir einen Konduktor weg. Noch ein Leather Belt, das ist gut. Terpentin ist auch gut. Hervorragend. So, weiter geht's. Oh, wir könnten uns noch mal kurz schlafen legen. Hä? Ah, so funktioniert das. Alles klar, ich bin da gekrippelt. Scotch hat nachgelassen, ich bin immer noch zu schwer. Was habe ich jetzt wieder, was zu schwer ist? Instamash, sonstiges. Ja, komm, wir schmeißen noch einen Konduktor weg. Sind nur schwer, aber ja. Grognak. Drei Grognaks gelesen, sehr schön. Die kann ich noch nicht lesen. Die Grognaks habe ich jetzt alle durch, Tatsache. Duck and Cover kann ich noch nicht lesen. Das kann ich auch noch nicht lesen. Das macht auch nichts. Ah, okay, das Spiel, das rechnet hier mit dem Mod, rechnet ja tatsächlich danach, dass ich nur einen gewissen Level erreichen kann, wenn ich ernster verletzt bin. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Das heißt, dadurch, dass mein, na, wie ist das deutsche Wort? Körper. Torso. Dadurch, dass mein Torso ernsthaft verletzt ist, kann ich mich nicht hundertprozentig heilen. Finde ich okay. Das finde ich absolut okay. Finde ich ein gutes System. So, direkt nach Megaton oder? Ich würde sagen, wir gehen wieder über Big Town. Und lassen uns dann von Big Town aus mit dem, sag schon, mit der Karawane dahin schluren. Das ist, glaube ich, das Sinnigste, was wir machen können. Feinen Kaffee habe ich. Ich habe ein wunderbares Rosinen-Semmel. Ein weiches Brötchen mit Rosinen drin. Heißt ja auch überall anders. Bei mir heißt das Rosinen-Semmel. Kann man da oben wohl rein? In die Metro? Ich weiß nicht, ob der Mod, den ich habe mit den Vehicle Interiors, ob der das ermöglicht. Aber kommst du da oben ja auch nicht ran, ne? Meistens sind die ja irgendwo abgestürzt vorher. Naja, weiter nach Big Town.
Laufe ich noch richtig? Ja, tue ich. Die mittlere habe ich wohl nicht erwischt. Schade. Maulwurfsratten. Ich müsste mal gucken, ob ich den Autofire-Mod aus der Pistole wieder ausbauen kann. Weil. Ja. Aber ist schon ganz cool, aber. Vielleicht reduzieren auf 2 Schuss. Und den Vollauto bei dem Ding, bei der ausschalten. Das macht vielleicht schon Sinn. Was ist denn hier passiert? Füßiger Hund. Ist das hier, wo wir neulich die beiden gekillt haben? Super Muted Infantry? Könnte sein, ne? War das hier? Ich weiß ja schon gar nicht mehr. Ja. Das war hier. Traveler. Ja. Sehr schön. Das war mein Telefon. Das ist doch schon Big Town, oder? Das ist schon Big Town. Siehste? Hat sich schon wieder gelohnt. Dann kann die Karawane uns ja mal eben nach Megaton bringen. Und in Megaton können wir den Mist ausladen, können uns wieder heilen lassen. Und dann. Womit legen die sich schon wieder an? Die ballern schon wieder auf irgendwas da. Ein Supermutant, was will der denn hier? Gib ihn. Zack. So. Achso, ja, die werden ja öfter mal von Supermutanten angegriffen, ne? Hi, Dusty! Flame of Fuel ist nie verkehrt. Ein Missile Launcher eigentlich auch nicht, ne? Immer noch überlastet, verdammt. Würde ich sagen, schmeißen wir den Flamer weg, weil der ist schwer und scheiße. So. Raketenwerfer brauchen wir eigentlich auch nicht. Den verkaufen wir gleich. So. Hey, D-Track. Hey, what's up? I'm looking for some transportation. I want to go to Megaton. Yes. Please. Thank you. Auf nach Megaton! So, wo ist die Tür? Da ist die Tür. Jetzt ist sie wieder offen, nicht so wie neulich. Willkommen in Megaton. Ja, bitte schön, danke schön, tschüss. Lauer nicht. Gib mir einen Sack. So. Erst zum Dunkel Octor? Nee. Erstmal zu Moira Brown. Und die Landmine abliefern. Mal sehen, ob wir irgendwas Cooles dafür kriegen. Das hier? Nee, Crater Site Supplies ist da vorne, ne? Genau, da wo Supply draufsteht. Supplies.
Hallo, Moira. Wie sind denn diese heißen kleinen... Ja. Meine eigene Landmine. Die habe ich mir immer schon gewünscht. Ja, schön. Nun erzählen Sie schon. Wie fühlt es sich an, wenn man durch ein Minenfeld läuft? Wenn man durch ein Minenfeld eine Landmine spazieren? Zu entschärfen? Das ist eine einzige Todesfalle. Heutzutage auf viele Orte zu. Eine tolle Leistung unter schwierigsten Bedingungen am Leben zu bleiben. Gutes Vorbild fürs Buch. Ich weiß, Sie haben für den Moment... Nehmen Sie etwas für einen Notfall. Diese Landmine bringt mich auf eine Idee. Ein schreckliches Dinge Gerät. Anrichtet. Ganz einfach sowas selbst zu bauen. Ja, und Sie haben tolle Arbeit geleistet. Ich muss nur noch einen Abschnitt darüber einführen, wie man Ratten kocht. Hier, okay. Für Ihre Dienste. Ich habe ziemlich viele Stimpaks. Okay. Dann machen wir mal die Recherche fürs nächste Kapitel, wa? Kniffliger, denke ich. Es soll beschreiben, wie man auf Gedeih und dazu gehören die Abwehr von Maulwurfsratten, die Studie Ausratten. Von Biologs und Stränge reißen, die Behandlung von Verletzungen. Okay. Gut, dann wollen wir uns... Was kommt als erstes? Wir fangen mit Maulwurfsratten an. Können sich fast überall chemischer Abwehr. Ich muss das Rezept fürs Handbuch aber erst testen. Aha. Okay. Es geht immer leicht. Ein Schlag mit dem Apfel. Okay. Sie könnten Maulwurfsratten zum Testen nehmen. Nehmen Sie aber gleich 10 oder mehr davon. In den Abwasserkanälen der Innenstadt gibt's eine Menge. Ja. Na klar. Lass mich jetzt mal gucken, was ich dir für Schrott verkaufen kann. Hier, Radar Armor. Ja. Dann Bier, 7 Stück. Weg damit. Bloodpack, ja, die lohnen sich nicht. Buff Out, weg. Zigaretten, weg. Diazepam brauche ich nicht. Faster Painless brauche ich nicht. Iguana Bits, ja, lassen wir mal. Junkfood, weg. Nuka Cola behalten wir. Zigaretten verkaufen wir. Psycho behalten wir. Salisbury Steak, Stealth Boys. Sugar Bombs. Wer hat denn. Irgendwer hat Sugar Bombs gewollt, doch. Ach, der Typ da unten, ne? Der wollte Sugar Bombs haben. So. Das wäre das gewesen. Conductor weg. Fission Battery weg. Empty Bottle weg. 3 gelesene Grognacks weg. Pilot Light weg. Pre-War Money alles weg. So. Hat sie noch irgendwas, was ich davon brauchen könnte? Tin Can. Ne, das bringt mir nicht viel. Ah, 440 Knochen Kohle. Aber wir können ihr nochmal verkaufen. Den ganzen Eimer von den Dingern. Die Lever Action. Na, die behalten. Er kommt weg mit dem Ding. Molly ist weg. Sind nicht effizient genug. Die Reservist Rifle kommt weg. Die Lever Action kommt weg. Hm. 160 Darts. Weg damit. Missiles weg. Rest behalten wir, würde ich sagen. Ja. Alles klar. Gute Jagd. I have to go now to your workbench. What would you like to create? Motorcycle fuel. How many cans? 2 cans. Ja. Dann können wir jetzt gleich unser Motorrad ausprobieren. What would you like to create? Done. Ich habe jetzt dabei, ich habe einen... Fällt der unter Muni? Nee, sonstiges? Extended Magazine. Ich würde sagen an die Schotti, oder? Add Modification. Moment mal eben. Kann ich vielleicht von meiner Pistole die... Aber das bringt schon, dass die da drauf ist, ne? Aber ich kann bestimmt von meiner Hunting Rifle... Da könnte ich sie runternehmen, okay? Keine Mätzchen, ja? Lohnt sich aber, glaube ich, nicht, ne? Und dann auf die Assault Rifle schrauben. Allerdings könnte ich das Laser Sight könnte ich von der 10mm runternehmen und auf die Shotgun schrauben. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber das machen wir jetzt mal.
Und dann hauen wir an die Schotti, hauen wir die Laser Sight und das große Magazin. Geht nicht? Sag nicht, an die kann ich das. Doch, an das kann ich das Extended Magazine kann ich ranhauen. Okay. Dann kann ich da kein Laser Sight dran bauen. Von mir aus. Dann kommt das Laser Sight wieder an die Standardknarre, an die Pistole ran. Goal. Ich da jetzt Double Drums dran, ha? Schön. Gefällt mir. Das gefällt mir. So. Das Laser Sight kommt an die Shiny Assault Rifle. Keine Mätzchen. Das geht bestimmt. Weapon Modification. Add Modification. Attach Laser Sight. Nein, das wär's. So, dann haben wir eine Sturmgewehr mit Zack. Schick. Wo sitzt denn das Sight überhaupt? Ach. Ich vergaß. Ich muss jetzt in die Außensicht sehen, sonst ist mein Charakter nicht geladen. Ach da! Ist sogar ein richtiges. Keine Mätzchen, ja? Und da haben wir jetzt. Ein Stickmack und unten dran geklatscht und dann unten noch quer ein Stickmack drunter, ne? Ja, genau. Also sieht cool aus. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Sehr schön. Dann würde ich sagen. Ja, da ist ein super Schnuppel. Wie viel haben wir jetzt? 308 von 380 haben wir dabei. Gut. Lucy West. Hm? Ja, hallo Lucy. Es ist auch schön. Ich habe ihr in den Brief. Ja, da hat sich die Maus wieder aus dem Spiel geschoben. Ich habe ihr in den Brief gegeben. Hast du fast vergessen? Ja. I have to go now. Also die sind nicht sehr kreativ mit ihrem Overhaul gewesen von den ganzen Charakteren. Irgendwie sehen die alle sich sehr ähnlich. Irgendwie alle die gleiche Frisur. So, hey, Nathan. Oh, Entschuldigung, ich muss mal eben kurz da ein Fenster zumachen. So, sonst blendet das nämlich so ein bisschen. Frau hier irgendwo gesehen? Ihre Frau. Die ist doch schon tot, seit 120 Jahren. Hoffentlich haben Sie Krebs, denn so wie. Na? Nee. Aber du könntest mich mal ein bisschen zusammenflicken. Da draußen wird man doch nur umgebracht. Auf mich hört ja keiner. Da draußen wird man nur umgebracht, richtig. Hier drinnen aber auch. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ja, das ist alles, was ich brauche. Wie viel Radiation habe ich denn? Lohnt sich das dafür, mich dafür Geld auszugeben? Sag ich mal. Ach, 45 Rad. Bringt's nicht. Blödsinn. So Quatsch. Ich bin immer noch besoffen. Macht nichts. Gott schütze die USA und nichts anderes. So, Huch. Ja, ist ja gut, Spiel. Bleib doch mal mit der Maus da drin. So, ich würde mal sagen, wir machen mal kurz hier für den, Primary Needs. Hier war doch irgendwo so ein Dings da. War hier nicht irgendwo eine Mission, wo es hieß, bringen wir mal mein Wasserdings wieder in Ordnung? Hm. Denn diese alte Kriegswaffe bringt unsere Erlösung. Sie ist das Symbol. Report to Lucas Sims. Lucas Sims ist der Typ mit dem Cowboyhut, da sitzt er. Ne, das ist Jericho. Dann steht Sims bestimmt da oben. So, wenn man mal kurz eine Atombombe entschärft. Also, ich mach das öfter. Reparieren von mindestens 30. Haben wir. So. Das ist er nicht. Das ist Megaton. Das ist Mr. Sims hier. Ich soll verdammt sein. Sie haben. Ja, ich habe die Bombe deaktiviert. Ohne eine Bezahlung zu wollen.
Läuft! Ja, läuft! Sehr schön! Dann können wir jetzt erstmal unsere Power Armor einlagern. Das olle schwere Ding. Ich bin da nämlich kein Fan von. Ist das mein Haus jetzt? Ja. Exquisit. Oh, guck mal. Wenn ich mich vorstellen darf, Wadsworth. Ich bin Wadsworth. Hallo, oder Wadsworth. Ja. Ich bin hier, um mich um... Ja. Was darf es denn sein? Wo kann ich mehr Artikel für mein Haus kaufen? Sprechen Sie... Moira Brown, okay. Ein Haarschnitt? Sehr wohl, meine... Oh, okay. Cool. Nö, wollte ich jetzt gerade nicht. Ja, gefällt mir. Erzähl mir einen Witz. Zwei Atome in der Kneipe. Sagt das eine, Mist, ich habe ein Elektron verloren. Meint das andere, gibt Schlimmeres. Sie ist positiv. Da kann ich doch jetzt... Ich hab doch einen. Ich hab einen. Da! Tada! Ein Bobblehead habe ich nämlich schon. Da sammeln wir jetzt unsere Bobbleheads drauf. Jetzt muss ich nochmal gucken hier. Haben wir hier irgendwo einen Waffenschrank oder sowas, wo man Sachen reinschmeißen kann? Ein paar leere Spinte. Wadsworth, du stehst voll im Weg. Hüttentür. Ich habe nicht mal ein Bett. Oder wie? Ach doch, hier. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was. Ah, ich muss mal das Cluster wegstellen. Gucken wir mal, was Moira uns so im Angebot hat für unsere Hütte. Vielleicht kriegen wir das ja ganz kurz und mal ein bisschen schicker hier. Ach, falsche Turbine, verdammt. Da hinten wäre die richtige gewesen. Ah. Komme ich hier irgendwo wieder hoch? Hier geht's Hallo. auch. Hier geht's auch. Wer bist du? Traveler. Hallo Traveler. Hier ist wieder Klo. Jerichos Haus. Okay. Das ist mein Haus. Hallo. Kann ich bitte eine direkte Brücke zu Moiras Laden kriegen? Mal gucken, ob wir noch irgendwo so ein... Hier sind bestimmt noch mehr Lags in den Leitungen. Da hinten ist noch ein Lag. Das machen wir gleich auch nochmal im Dicht. So, Moira! Ich kann's kaum erwarten. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich habe noch nicht genug gefunden. So stark wirkt. Ja. Schön zu sehen. Ich habe genau. Sie hat alle möglichen Gegenstände. Okay, zeig her, was du hast. Sonstiges wahrscheinlich, ne? Ja. Nuka-Cola, Jukebox brauche ich nicht. Eine Workbench. 1,5. Alter. Alter. Ja, ich kann, ne, Geld und so. Und so kann ich. Da ist noch eine Leitung kaputt, um die wir uns kümmern müssen. Heile. Sehr schön. So wie die Rohre verlegt haben, ist ja auch kein Wunder, dass es nicht funktioniert, ne? Also. So. Waren das schon alle Leckstellen? Ich sehe keine mehr. Gibt aber bestimmt noch mehr. Gehen wir mal in unser Häuschen rein. Ups. Da ist noch eine Leckstelle, siehst du? Ich habe das leckende Rohr repariert. Was ist denn das hier? Common House. Ah, ich glaube, das Common House ist von dem Traveler immer, ne? Das ist, glaube ich, haben die von dem Traveler-Mod, den ich habe. Da ist das, glaube ich, immer mit reingekommen dann. Weil das kommt mir sonst nicht bekannt vor. Ist das mein Haus hier? Nee. Wo ist denn mein Haus? Mein Haus ist da hinten, das. Schön. Kann jetzt noch mal einer die tickende Atombombe da wegräumen? Also sie tickt ja nicht mehr, aber kann die trotzdem einer wegräumen? Die belastet mich irgendwie. So.
In den Spind tun wir jetzt erstmal. Ups. So. Ben. Guck dir einmal das scheiß Ding wiegt. Die blöde Powerrüstung. Deswegen finde ich die Dinger nämlich doof. So. Ja, ist okay, oder? Das ist okay. So. Könnte ich eventuell mal gucken, ob es noch so eine für Fallout und nicht für Fallout, für Oblivion und so gab es immer Link Chests. Dann waren die die waren dann mit allen Häusern synchronisiert. Dann schmeißt du hier was rein und es kommt immer überall in deinem Haus raus. Aber es gibt ja sicherlich noch mehr Räume, die ich kriegen kann. Gut, was machen wir nu? Ja, wir gucken noch mal, ob wir hier noch irgendwo so noch so eine undichte Stelle finden, die wir abdichten können. Jeder von uns wird Mutter und Vater. Weil ich denke, wenn ich alle hätte, hätte ich eine Message gekriegt. Dann hätte sich irgendeine Quest aktualisiert. Glaube ich. Was ist das denn hier? Armory. The Armory. Okay. Was macht das Spiel denn auf einmal, dass es hier ständig die Maus aus dem Bild schieben will? Komisch. Das hat es doch sonst nicht so extrem gemacht. I feel thirsty. Mhm. Ist das das Wasser? Nee. Das da ist die Wasserhütte, ne? Ist das das Wasserwerk? Ich glaube ja. Nee, das ist Jerichos Haus. Wo ist denn das olle Wasserwerk noch? Das da oben? Ja, das könnte sein. Also ich sehe jetzt erstmal nichts mehr, was irgendwo noch, wo noch Wasser rausspritzen würde. Wir haben jetzt drei Stellen behoben. Ich glaube, es waren auch nur drei. Das ist hier Moriartys Butze. Nee, das ist Lucas Sims Butze. Okay. Ist das hier dann der... Water Processing Plant. So. Mal gucken, was der Onkel hier so sagt. Ja, was denn? The pipes are all fixed. Wow. Es ist wieder Druck an den Leitungen. Ups. Sehr schön. Ja. I'll make you a deal. Mit einem kontinuierlichen Hört sich gut an. Läuft. Sehr schön. Dann haben wir manchmal ein paar Punkte für, wie heißt das? Da können wir uns dann erstmal mit Scrap Metal sammeln, hier abliefern, passt doch. Ist doch ein Deal, da haben wir alle von gewonnen. Würde ich sagen. Jetzt haben wir ein Häuschen. Da können wir unseren ganzen Schrott lagern, müssen nicht immer alles mitschleppen. Das ist doch mal super, oder? Bisschen beliebt gemacht im Megaton haben wir uns auch. Mal gucken, was Moira da mit ihrem komischen Maulwurfsrattenabwehrzeugs vorhat. Ich weiß nicht, wozu man sowas braucht. Ich knall die Viecher einfach rado ab oder klopp sie tot. Naja, sie ist halt etwas freundlicher als ich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne einen Kommentar da, würde ich mich drüber freuen. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Folgt mir auch gerne auf Twitch, ist unten verlinkt. Ich streame auch viele andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Von Shootern über Strategie bis hin zu Simulationen. Ja. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal in Megaton.